Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, beim letzten Mal haben wir hier das Gebiet eingenommen. Ich habe den Namen vergessen. Ist auch egal. Wir haben ja das letzte Update bekommen und das ist mit Event verknüpft. Was öfter irgendwie kommen soll, und es ist das Yuletide Event. Eine zarte Schneedecke hat sich über Haranatorf gelegt und die dunkelsten Tage sind angebrochen. Dein Clan hat die Siedlung geschmückt und ein traditionelles Yule-Fest vorbereitet. Um für gute Laune zu sorgen, schließe dich den Feierlichkeiten an und genieße ein warmes, mitgetränktes Yule. Also saufen, bis der Arzt kommt. Oh, auch noch Quest. Dann wollen wir mal dahin. Würde ich mal sagen. Feierlichkeit. Sehr schön. Okay. Dann reisen wir da mal hin. Dann schauen wir einfach mal nach. Ich hab schon wieder FPS Drops. Yeah. Ich glaube, ich muss echt mal einen PC machen. Ich weiß, ich habe das ja schon öfter gesagt. Trotzdem. Norbert, die Siedlung sieht recht festlich aus. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Jolnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Und das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß, natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbst gemacht. Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nehme ich an. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Okay, Event hat begonnen. Julfest. Dann schauen wir mal. Die Julmarken sehen gar nicht so schlecht aus. Die Brauerei ist noch nicht gebaut. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Eivor, ich habe genau das Richtige für dich. Norbert sagte, du hättest etwas vorbereitet. Ein Faustkampfwettbewerb? Den größten Faustkampfwettbewerb, den diese Lande je sahen. Gibt es Regeln? Ja, die Regeln sind einfach. Kämpfe, trinke, kämpfe. Und denk dran, je mehr Teilnehmer, desto größer der Preis. Wenn du willige Recken findest, bring sie her, damit sie sich anmelden. Gut. Bist du bereit, Eivor Rabenschwinge? Ja. Du kennst die Antwort. Dann gucken wir mal. Um das Wow, das ist gerade geleckt. Autsch. Das fällt dir ein. Na, komm her. Autsch. Aua. Um das Gerücht für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Machen wir mal weiter. Natürlich saufen wir erstmal.
Aber wir heilen uns dadurch. Hallo, Wandel 2. Um das Gerücht. Kampf geht gleich los. Autsch. Weg. Wow. 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 Einmal heilen. Voll unfair eigentlich. What the fuck? Wie bist du denn drauf? Das Gerücht für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Heute lief es nicht so gut für dich. Aber du verdienst trotzdem ein paar Marken. Ich habe auch nur abgebrochen. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Sprich mir das Unifahr. Achso. Boah, jetzt ist sie voll. Und das war in Welt der Träume. Wirkliche Ziele, Monstorheit, das Gehöft. Warte mal. Sühnen, leite mich. Sehe ich über was? Da haben wir das. Und das. Nehmen wir von hier aus gar nicht, ne? Und mal. Boah. Völlig betrunken. Was ist das denn hier? Zack. Einfach das Mietfass hinsetzen. Was ist das? Hütte sagt mir gerade gar nichts. Das Schiff ist auch dekoriert. Sind wir hier eigentlich? Da. Das Gehöft. Was ist das? Was ist das alles? Ein neues Jul-Spiel, um dein Geschick zu testen. Bewegliche Ziele. Du versuchst, so schnell es geht, so viele sich drehende Ziele wie möglich zu treffen. Möchtest du es probieren? Nee, gerade nicht. Sieht lustig aus. Ich überlege es mir. Ich wollte erstmal noch was gucken, deswegen. Deswegen. So. Genau. Hier hinten war das. Dat. Getreide hoch. Viel zu teuer. Und dafür gar nichts. Überhaupt nichts. Was ist das gewesen? Jagdhütte. Wir haben halt echt gar nichts gerade.
Yan Li, diese Liste. Sind das Schulden? Nein, das sind die Namen von Lieferungen, die noch ausstehen. Bei diesen vier warte ich auf Bezahlung. Die sind recht weit weg und überall verstreut. Es könnte sein, dass sie keine Zeit haben, hierher zu reisen. Das ist möglich. Wenn du die Lieferung übernehmen könntest, würde ich dich beteiligen. Sicherlich würden sie dir kein Nein entgegnen. Ein kluger Einfall. Vielleicht, wenn ich Zeit dafür habe. Behalte den Zettel, nur zur Sicherheit. Das habe ich für dich zurückgelegt. Zeigst du mir deine Waren? Was hat sie denn jetzt? Was solltest du kaufen? Nochmal Runen. Widerstand. Gift. Ich habe gar nicht viel Kohle dafür. Ist das dann alles? Ja. Ich muss los. Bis bald. Lass dich mal wieder blicken. Mal gucken. Das war zum Angeln hier. Heute ist ein guter Tag zum Angeln. Ja, schauen wir mal. Ja, guck mich Sag nicht. Sag mir doch nochmal, was so du hier machst. Falsch gedrückt. Nun muss ich gehen. Auf bald. Müsste, glaube ich, erstmal noch plündern gehen. Oder obwohl, ich schau nochmal was anderes einmal. Was war das hier? Bäckerei. Die Bäckerei. Buch mit dir. Zack. Hi. Das könnte sich lohnen. Das tun Trinkspiele immer. Die Regeln lauten, erstens, du trinkst, bis sonst niemand mehr steht. Zweitens, das war's. Willst du spielen? Also saufen bis zum Umfallen. Aber sicher. Fuck. Fuck! Was war das denn jetzt? Fuck! Ich verliere, ne? Fuck. Ich bin echt am Verlieren. Meine ist schon so voll. Fuck, ich sage ja, ich verliere. Erbärmlich. Du trinkst wie ein nuckelnder Säugling. Streng dich nächstes Mal etwas an. Wie nett. Willst du nochmal versuchen? Bin eh schon so voll. ETF. Wow, beweg dich. Du bewegst dich nicht jetzt. Aha, bereit zu trinken? Ja. Aber sicher. Machen wir es nochmal.
Zu stark für dich? Nächster Halt ist der Boden. Fuck. Fuck. Aber geschafft. Uiuiui. Du bist ein rechter Schluckspecht. Komm jederzeit wieder. Okay. Was ist das da eigentlich? Okay, jetzt bin ich richtig voll. Läuft. Was ist das hier? Du solltest nicht auf den Tisch steigen. Jetzt erstmal was essen. Boah, ist die Alte voll, ey. Meine Güte. So. Hallo. Du scheinst dich in deinem neuen Geschäft wohlzufühlen. So ist es. Ich habe auf meinen Reisen einige einzigartige Gegenstände gefunden. Ich würde sie für Julmarken eintauschen. Willst du das Angebot sehen? Wie kann ich mehr von diesen Marken verdienen? Es gibt nichts Einfacheres. Du bekommst Marken, indem du am Fest teilnimmst oder in der Siedlung aushilfst. Du arbeitest so hart für uns, also mache ich es für dich etwas einfacher. Mhm. Wow. Oh. Siedlungssachen, Tattoos. Guck mal, 30 Münzen haben wir gerade mal. Trotzdem Julgelande. Abfalter. Rituelle Brunnen, Baum, Brunnen, alles klar. Julebuche, gemütliche Feuerstätte. Aber läuft ja 19 Tage, so wie ich gerade gesehen habe. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Aber man hat ja auch gesehen. Quatscht ja eigentlich ganze Zeit von aufbauen. Hier war nix. Wie gesagt, das war das. Mit der verbrannten Wange? Der hängt schon eine Weile im Dorf rum und kommt meiner Frau viel zu nah. Hatten wir hier irgendwo noch irgendwas gehabt? Okay.
Was ist das da hinten nicht gewesen? Also, das Ding da. Aber das ist kein Schild. Oder bin ich dran? Ach da, ich bin dran vorbeigelaufen. Geflügelhof war das. Ich brauche aber erstmal nur Ressourcen. Ressourcen. Um das überhaupt aufbauen zu können, alles. Und mal, das war was? Achso, das war das von den beiden Dichtern? Keine Ahnung. Hier war auch nichts mehr, ne? Das war das und das war das hier. Wie teuer war das eigentlich? 860. Es ist halt so scheiße teuer, ne? ich wollte ja eigentlich das hier nochmal probieren. Ob ich das jetzt hinkriege. Oder wieder elendig verrecke dabei. Ich schaue einfach mal, ob ich das hinkriege. Julfest sind, wie gesagt, 19 Tage und das kann ich halt immer wieder mal machen. Das war da hinten. Also hier. Ups, falscher Knopf. Er für mich in die Ferne sühnen. Ich komme, Leute. Bin gleich da. So, und so sieht das Schiff doch schon viel schicker aus. Nachdem ich den anderen Dreck genutzt habe. Naja, was heißt Dreck? Es war schon lustig, dass das Schiff aus so ein Einhorn-Regenbogen gedönst war. Segel hoch! Segel hoch! Es war schon lustig. Hauptsache, wir fahren gleich nicht sonst wo lang. Sondern fahren die Richtung da. Nö. Okay. Nochmal drehen, bitte. Weniger Segel! Segel nieder! Falscher Knopf. So, jetzt auch. Jetzt Segel setzen! Segel! Dann gehen wir mal von hier aus ran. Ein Kloster, Eber! Los geht's! Kommt, meine Wölfe! Dann wollen wir mal. Dann gehen wir von hier aus rein. Nee. Ich wollte nicht speichern, aber ne. Hätte ich vormachen müssen uns. Wo sind die denn alle? Zündet an, was ihr nicht mitnehmt. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ich brauche Unterstützung. Hallo. Zack. Weg mit dir. Tja. War schon schwerer, ne? Was so ein paar Punkte ausmachen.
Wow. Wow. Geh weg da. Ich kam da nicht mehr raus aus der Ecke. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich wollte raus aus der Ecke. Ich kam da nicht raus. Ich wurde da voll in die Ecke gedrängt. Dummes Riesenbaby, ey. Meine Güte, ey. Sowas kostet einen ja an. Ich spreche aber auch immer ganz kurz. Toll. Ah, nochmal. Was ist das? Ich bin doch nicht besoffen. Warum bin ich besoffen? Alles klar, Spiel. Läuft bei dir. Läuft halt echt gerade bei dir, Spiel. Ja, und wo kommen die her jetzt? Sterb. Sterb. Ich lass dich ausbluten. Hey. Meine Güte, ey. Ich hab nicht mal mehr was zum Nehmen dafür. Ich brauche echt was zu essen. Läuft. Hier ist auch nichts drin. Schauen wir nicht. Eine Muschel. Eine Muschel. Nehmt ihn ihr Gold und brennt den Rest nieder. Du stirbst. Achso. War hier irgendwas drin? Alles klar. Auch nix. Ah, hier sind Büsche. Oder zumindest ein Busch. Toll. Bringt ja sehr viel. Wo kam das Riesenbaby eigentlich her? Meine Güte, ey. Was ist da? Bleib doch stehen. Wow, was war das denn für ein Leck? Bounce-Menü eröffnet. Ach was, kommst du denn her? Wo kommt der Pisser denn her? In den habe ich doch gar keine Chance. Bin gleich wieder tot. Wo kommt der Typ denn her? Autsch, das tat weh. Sowas nervt ja richtig, ne? Toll. Gibt es hier was zu essen? Guck mal, meine Leute sind auf dem Schiff. Und andere kämpfen wahrscheinlich oben gerade. Mit so wenig Leben kann ich doch gar nicht überleben. Meine Güte, ey. Wo kam der denn jetzt her? Vor allem, wenn er nicht da ist, sondern mit einmal auftaucht. Ich bräuchte echt Bärenbüsche. Weil sonst überlebe ich das echt nicht. Und dieses Rumgebagge eben. Gut, ich würde aber sagen,
Ich lade es einfach einmal nochmal. Mann. Das war ja richtig ätzend eben. Vor allem, weil ich das mit meiner Stufe überhaupt gar nicht schaffe gegen den. Hä? Ah, wow. Warum? Dieses scheiß Auto speichern, ne? Aber... Hey. Was wäre denn das hier? Das wäre eigentlich das gewesen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass das Autospiel entstand. Und mit so wenig Leben. Okay. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Valhalla. Und dann versuchen wir das nochmal. Bis dann. Ciao, ciao.